Ja, hallo Leute. Ich bin auch mal endlich reingekommen nach gefühlter Warterei nach 5-6 Stunden, bis das PS5-Update kam. Ja, endlich drin. So, dieses Update ist also für seine Gigabyte-Größe ziemlich groß gewesen. Also nicht üblich, dass wir so ein großes Update haben, fast 5 Gigabyte. Wir können heute von dem Fisch ein paar Stile freischalten. Wo ist da haben wir denn? Hier Kiemen Kommando, neunten Stil, Fitnessflieger Stil und Meeresprotz Muskelstäbchen Stil freischalten. Die Aufgaben dazu, das kann man machen, wenn man ein bisschen Battle Pass EP haben will noch. Und oder man geht in Kreativmodus, holt sich da ein bisschen EP, macht alle 14 Aufgaben. Da müsste man auch alle Aufgaben oder alle Stile freischalten. So, dann Ahsoka Tano wurde schon frühzeitig freigeschaltet. Das ist sehr interessant. Das ist sehr gut, um ehrlich zu sein. Dachte, die würde morgen freigeschaltet, aber heute ist immer der Sammel Fulcrum Marken in Relentless Rated. Ach Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Oder Braywater Bay. Braywater Bay, denke ich mal. Dann nochmal was sammeln, und zwar bei Shores Can You the Crossing. Dann noch etwas, und zwar bei Sanguine Suits und Humble Ruins. Ist das sei in einem Match der erste Spieler, der landet, eine Truhe durchsucht oder einen Spieler eliminiert. Also das mit dem Landen, würde ich sagen, das kriegt man schon gut hin. Auch mit der Truhe, denke ich mal. Das mit der Eliminierung. Aber ich weiß nicht, allgemein finde ich die Aufgabe ziemlich schwierig, um ehrlich zu sein. Da muss man kurz irgendwo als erstes drankommen zu landen und auch irgendwo jemanden eliminiert haben und eine Truhe irgendwie versucht zu öffnen. Dann überlebe Sturmphasen, wenn du mindestens legendäre Waffen trägst. Die Laserschwerter sind ja drin, die zählen dazu. Also sind mythisch. Kann man die nehmen. Dann füge Gegnern Schaden mit Nahkampfwaffe zu. Da ist bestimmt logisch, dass man da anstatt der Pickaxe, wenn die Pickaxe zählt, auch das Laserschwert zählt. Dann schließe einen Job an einer Jobtafel ab. Ja, das wird kein Problem sein. Was haben wir noch? Füge Gegnern aus über 20 Metern Schaden zu. Ja, das wird auch kein Problem sein. Und dann erhalte Schilde, ja. Gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ist das wirklich so? Fulcrums Aufstieg. Heißt das sogar so? Ja, ist doch Tano. Dann wachsende Begleiterin. In der Serie habe ich die nicht gesehen. Bis dann nachgeguckt habe in Clone Wars und Rebels anscheinend dabei. Das ist schon. Was ist das denn? Das ist schon wieder so ein. Das ist ja wie von Darth Vader dieser Suppenlöffel. Ah ne, den hat sie. Ich glaube, am Ende von Rebels ist er so weiß gekleidet. Da hat er den Stab auch. Okay, das macht Sinn, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Resolute Rebellen. Sternenkarte. Ah ja, das macht Sinn. Das habe ich in der Serie gesehen. Aber das, ich weiß nicht, sieht auch wieder so einfach aus. Einfach so. Naja, okay. T6 Shuttle Junior. Das sieht nicht schlecht aus. Banner und Morai. Ach, der Vogel sieht nicht schlecht aus. Ja, das hat was. Und sie selbst. Krass, also die hat keinen Stil. Also kein.
Oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja noch nachgereicht. Soweit ich weiß, hat die ja noch so ein. Wie nennt man das? So eine Jedi-Robe sieht das so ähnlich aus, so noch darüber gezogen. Vielleicht kommt das ja noch. Und was mit Hängegleiter? Man hat diesmal kein Hängegleiter dabei. Also das Ding hier könnte man als Hängegleiter benutzen, aber. Warum ist das denn nicht mit drin? Das ist ja blöd. Ja, war's doch schon. Ja, Retrieval hat nicht so viel Neues. Aber Retrieval hat was. Das kommen wir auch gleich zu.